Hi, ich grüße euch. Ich habe da was gefunden. Ich dachte mir, ja, nach so Stitch und Stitch Bricket könnte ich jetzt mal ein bisschen noch eine oben drauflegen. Ein bisschen Food Content noch mit dazu. Mach halt daraus diese Woche ein Video mehr und. Jo, Entschuldigung. Hab doch ein bisschen Reizhustenstein. Ich habe da was gefunden von Landliebe. Das habe ich aber im Edeka gefunden gesehen irgendwie, ja. Aber da gab es noch mehr von. Ich dachte, ich dachte, das wäre der einzige Becher davon, aber der war nur woanders hingelegt. Aber da neben dran war noch mehr von diesem Zeug da. Und ich dachte, Landliebe könnte so eine Marke von Norma in Sachen Milch, Produkte sein. Aber scheinbar ist Landliebe doch eine eigene Marke, kann ja sein, ne? Und ist erstmal so ein Pudding, ne? Landliebe Vollmilchpudding. Das fände ich echt spannend. Ja, schon ziemlich spät, weil ich noch am. Ich hatte halt eben noch einen großen Hunger und ich esse eh immer nach Feierabend noch was, klar, aber ich bin jetzt halt noch ein bisschen am Pokémon Go zocken, weil halt eben irgendwie so ein Blumen-Event ist und ja, da habe ich halt eben ein bisschen zu tun. Klar habe ich das immer schnell rumgebracht. Immer wenn ein Event kommt und ich soll etwas schaffen, diese Pokémon fangen und entwickeln, dann mache ich das immer sofort am ersten Tag schnell erledigt. Was ja auch keine große Kunst ist. Außer bei Fomeo. Bei Fomeo ist es eine Kunst. Weil da die Schneeform wiederum es nicht gab, was auch irgendwie logisch ist, ne? Ja, der Daniel oder wie der heißt, von wie nennt er seinen Kanal? Von Spieletrend genau, der Schilling, der hat irgendwas mit Feldforschung gelabert. Ja, muss man sich bestimmt kaufen mit irgendwelchen Dollarn. Jo. Und ich habe keine Dollar. Darum, egal. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich so schon mal gegessen habe, denn ich denke, oder ich dachte zumindest, von Sod Monte gab es sowas schon mal. Aber es hat nicht Vollmilch geheißen, es hat White geheißen, genau. Sod Monte White Edition. White, Milk Cream oder so. Und es heißt dem Landliebe Alpenmilchpudding. Milch. Ja. Nein. Landliebe Vollmilchpudding. Milch. Landliebe Vollmilchpudding. Milch. Ich weiß nicht, was es soll, aber ist halt eben so. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gegessen habe, aber ich dachte von Sod Monte. Die weiße Variante, White, was auch immer da drunter stand, ich dachte, das könnte es gewesen sein. Ist Sod Monte überhaupt? Nein, das ist ein Joghurt, ne? Das hier ist ein Pudding. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das so ist. Klar, könnte ich es jetzt so machen, so wie so eine, wie nennt er sich? Moment mal, ich mache ein bisschen gelbliches Licht an. Sekunde. Das ist echt, das heißt, könnt ihr den Kühlschrank auch hören? Wenn nicht, dann schreibt mir einen Kommentar, ob man den Kühlschrank hören kann. Egal, probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Das ist so nervig, ey. Ich habe echt alles gegeben, ich habe Vollgas gegeben und das Licht bricht trotzdem weg und ist damit nicht. Ja. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt, wie es so ist. Ja, genau, ich wollte noch sagen, ich könnte es auch genauso machen wie dieser. Food-Trend oder wie nennt das? Nein, nicht Trend. Der Bob, ich habe vergessen, wie er sich auf YouTube nennt. Irgendwas, wie auch immer er heißt. Der liest ja auch immer gerne Zutaten vor, warum auch immer. Ja, Sebastian Lege von ZDF Bestes tut ja auch, aber er erklärt es ja auch. Er weiß ja, was es bedeutet. Dieser Bob von. Der sagt doch mit seiner Begrüßung allein schon, wie sein Kanal heißt, so ein bisschen.
Ich hab's vergessen. Immerhin habe ich diesmal, für euch ist es gestern, habe ich erstmal in meinem Leben die Zeit gehabt, einen Psyau zu raiden. Für deinen Pokémon hätte ich immer Zeit. Nur war es bis jetzt immer so, dass immer wenn ein Psyau im Raid war, Entschuldigung, Schleim, es will nicht raus, egal. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr trinken, ja. Dass immer wenn Psyau im Raid war, dass ich nie Zeit hatte. Ich musste immer zur Arbeit oder ich fahre auf dem Heimweg und habe Psyau viel zu spät gesehen, weil das GPS mal wieder nicht wollte, weil es ja ein GPS ist. GPS will nie. Das ist einfach GPS, ja. Ein echt launisches Mistding, egal. Dann liebe Vollmilch, Pudding, Milch. Mit Landliebe voll mich. Nervt, ne? Probier es mal. Also ist es schon mal von außen alles weiß. Und am Rand kann man auch gut erkennen, dass es auch wirklich weiß sein sollte überall. Natürlich ist es das auch, aber als Pudding kenne ich es nicht. Kennst du als Joghurt von Sotmonte? Und. Schmeckt so wie diese Creme von Milchreis irgendwie. Ich habe gerade Schwermetall geschlabbert. Ich werde dran sterben, versprochen. Ich weiß nicht, was für Spinne gibt, die meinen, ja, Plastikflaschen, meine Plastikflaschen, sonst trinkt ihr Plastik mit Mikroplastik, nennen die das Ganze, um Recht zu behalten. Ey, die haben schon recht. Naja. Wie man es vom Pudding so kennt, ist am Rand immer so ein bisschen was. Hier ist ein bisschen heller und in der Mitte ist ein bisschen dunkler. Also am Rand ist so ein bisschen so, ja, so. Ah, es ist auch ein bisschen flüssiger. Obwohl ich es gerade schon aus dem Kühlschrank raus habe, gerade erst. Ich probiere mal die Mitte davon. Ich denke, da ist ein bisschen mehr Gelee dran, oder? Schau mal. Also vom Geschmack erinnert es mich an die Creme von Milchreis. Naja. Es wabbelt zwar auch, aber nur ein bisschen. Also wirklich, wie Pudding ist es nicht. Aber interessant. Aber warum heißt es Milchreis überhaupt Milchreis? Vielleicht, weil es was damit zu tun haben könnte? Denke ich mal, oder? Das heißt ja auch Milch, also gleich gleiche Zutat, so eine Art. Ja, Milchcreme ist jetzt eher weniger. Milchcreme ist ja dem sehr dick, ne? Von Konsistenz. Nicht von Höhe, ich meine. Milchcreme ist ja schon eine sehr feste, zuckige Masse. Zumindest hier in Deutschland. Und. Wenn ich Milchcreme höre, dann stelle ich mir genau das drunter vor. Also für mich ist das eher Milchcreme als alles andere, was Milchcreme heißt. So gesehen verstehe ich gar nichts mehr. Egal. Aber spannend. Schmeckt wie Milchreis ohne Reis. Also wie gekochte Milch schmeckt es. Nein, ich habe noch nie mein ganzes Leben bis jetzt gekochte Milch gegessen, aber so wird Milchreis nun mal hergestellt. Also erst muss die Milch in den Topf, dann muss der Topf auf dem Herd
oder der Topf ist schon auf dem Herd, dann kommt die Milch rein. Und dann erst muss der dann gemacht werden, weil sonst die Milch verbrennt. Sonst muss ja langsam erhitzt werden. Und dann kommt der Reis irgendwann rein und dann entsteht Milchreis. Dann tritt die Reisstärke namens Arsen raus, was Gift sein soll angeblich. Ich weiß es nicht. Das ist ja tödlich und so. Und obwohl es jetzt angeblich so tödlich sein soll, gibt es das ja immer noch massig überall von allen Herstellern in allen Geschmacksrichtungen. Wie kann das sein? Und ist da jetzt, nein. Wenn da Reiskörner mit drin, wäre ganz sicher auch diese reiseigene Stärke, die ja giftig sein soll, Arsen mit drin. Naja, ich habe neulich auch so ein Video gesehen von irgend so einem Typ, der gemeint hat, ja, am Tag sollte man 2 bis 3, also so hat das Video geheißen, 2 Esslöffel am Tag, gut. Er selber aber hat es genannt, am Tag sollte man maximal 2 bis 3 Esslöffel Honig essen. Also ein Esslöffel ist ja allein schon zu viel am Tag. Und bei 2 Esslöffel bekommt man, wenn man das täglich macht, innerhalb von 2, 3 Tagen garantiert Diabetes. Das ist etwas, was natürlich unser Doktor, wie auch immer er nochmal heißt, ich schaue mir seine Videos, aber ich kann mir seinen Namen nicht merken, weil er echt schwierigen Namen hat, einen sehr komplizierten Namen, den kann ich mir einfach nicht merken, egal. Der meint ja, na, da, das so 2 Esslöffel Honig am Tag, also 2 Suppenlöffel sind es ja, ne? Am Tag, da kriegt man kein Diabetes von, weil es ja gesund ist. Das muss man nur zur Mahlzeit mit dazu essen. 2 Esslöffel am Tag für. Am Tag gibt es 3 Hauptmahlzeiten. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. So. Zum Frühstück. Also, wie soll ich jetzt 2 Esslöffel Honig am Tag auf 3 aufteilen? Schwierig. Also mir fällt jetzt nichts zu ein. Vielleicht 2 Drittel zum Frühstück, 2 Drittel zum Mittag, 2 Drittel zum Abend, kommt dann am Ende 2 Ganze raus. Ich hab's mir noch nicht so genau ausgerechnet oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn man 2 Esslöffel oder wenn man Honig so oder 2 Esslöffel Honig am Tag so für Zwischenmahlzeiten ist, so zwischendurch, dann wird man davon dick und so Zeug und dann wird man krank und kriegt Diabetes und so Sachen, Karies und alles. Aber wenn man es zu Mahlzeiten zu isst, dann passiert nichts. Das glaube ich nicht. Aber so hat er es behauptet, dieser Doktor. Ja. Aber jetzt erstmal hier, um es ganz abzuschließen. Ich habe mir auch schon extra vorgenommen, dass das Video hier mies länger sein könnte. Ich dachte mir, kein Problem. Kann man auch so machen. Und ja. Also jetzt hier, um zum Ende zu kommen. Will jetzt schmeckt? Also wer Milchreis ohne Reis mag, ja. Kann man machen. Und für mich Pudding ist ein bisschen arg wenig Gelatine drin oder zu wenig Agar-Agar, was auch immer da drin verarbeitet ist. Ich bräuchte mal einen direkten Test. Die gleiche Sorte vom gleichen Hersteller, das gleiche Produkt. Das eine mit Gelatine, Rind, Schwein, wie auch immer. Ja, auch mal eins mit Rind-Gelatine, eins mit Schwein-Gelatine, eins mit Agar-Agar. So in Sachen Pudding oder so. Weiß ich nicht. Das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das dann so ist. Aber du musst doch die gleiche Menge mit rein, jeweils. Ist ja klar, ne? Oder wirken die unterschiedlich stark? Ich weiß es nicht, aber geschmacklich? Ich denke Rindergelatine. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja. Dieser hellere Rand drumrum,
Ist doch bestimmt viel flüssiger, oder? Oder eben nicht so gelastig, oder? Der ist cremiger. Ach so, es scheint nur so flüssig, weil es eher schwabbelig ist, aber nicht so arg schwabbelig wie der Pudding zum Beispiel von Dr. Edgar oder so. Also, das kann man machen, ja, aber. Ja. Ich habe gleich alle. Ich habe mir bis jetzt immer noch keine Meinung gebildet. Ich brauche noch ein bisschen. Also für mich persönlich ist es jetzt nichts, aber kann man mal so machen. Entschuldigung. Außerdem passt es auch sowieso heute, also für euch gestern gut, wo dieser Pokémon Community, nein, Pokémon Event mit Blumen und so angefangen hat. Da, denn seit gestern von euch aus gesehen gab es ja jetzt Vegemark und Sodamark auch noch. Neben Grillmark. Und Baumboll ist jetzt auch kostümiert, hat irgendwie da oder da so einen Blumenkranz drumrum. So eine Farbe vom roten Flabébé. Was es halt auch zu fangen gibt. Naja, ich habe eben nur so ein Event Baumboll gefangen, also in der Forschung, wo ich die Pokémon alle gefangen habe. Biesesamen gab es natürlich auch reichlich, habe ich auch einmal eins gefangen und mal entwickelt. Nachdem ich eins gefangen habe und nicht entwickelt habe, weil ich die Feldforschung nicht gesehen habe. Entschuldigung. Ist gleich ganz alle. Und jetzt ist eben so, dass. Ja, so. Dann, ja. Ein kleines Rätsel nebenbei, wenn wir schon mal Pokémon sind. Aus was besteht. Ne, nochmal. Aus wie vielen Hühnern besteht das Pokémon Elfhuhn? Wenn man sich die Frage mal so durchgeht, steckt die. Antwort ja schon in eine Frage, ich steck die Lösung davon nicht schon in eine Frage drin, ne? Also 11 natürlich. Ein Elfhuhn besteht aus 11 Hühnern. Nur, dass das Pokémon Elfhuhn nicht Elfhuhn heißt, sondern Elfhuhn. Also E-L-F-U-N. Da ist kein H drin. Außerdem müsste Sven dann mit 2 H geschrieben werden, oder? H-U-H-N. Oder liege ich da falsch? Und es ist doch nur mit einem H. Also. E-L-F-U-H-N. Einfach nur, um was zu verdrehen. Weiß nicht. Auf alle Fälle passt für mich jetzt gut zum Mittagessen, was von euch aus gesehen gestern bei uns gab. Und für mich passt es auch wiederum so. Ja. Weil es so ein milchiger Teil davon auch im Mittagessen gab. Ja. Es war kein Milchreis, auch kein Grießbrei, das war so Gyros irgendwie. So hat es mich ausgeschaut. Egal. Morgen kommt dieses wieder raus und vielleicht ein bisschen später, es kann sein. Und morgen kommt aber auch zu diesem Video noch einen ziemlich gut passenden Short raus. Den Short, der morgen auch noch auskommen wird, habe ich schon hier stehen. Vielleicht kann man davon schon ein bisschen was sehen. Nein, kann man nicht. Alles klar. Dann bis morgen. Und bis dann. Ciao.